Ist der Weg frei? Noch nicht. Ihr Nachname ist Bright. Heißt das nicht Strahlemann? Ist ja lustig. Schon bevor ich das wurde, was ich jetzt bin, schon vor dem großen Krieg, trug ich diesen Namen. Bright, der Strahlende. Ein verheißungsvoller Name. Wahrlich hält der Schöpfer eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns bereit. Okay, also er hat auch schon... Ich meine, soweit haben ja die meisten Ghule schon vor dem großen Krieg gelebt. Also sind hier schon seit gut 200 Jahren auf dem Planeten. Was ist die lange Reise? Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen, insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Ich verstehe. Wie wollen Sie die Reise antreten? Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Was ist diese weite Ferne? Ich habe es nur in Visionen gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist ein absolutes Wunder. Es ist ein Ort des Lichts und der Heilung. Und ich spüre in meiner Seele, dass meine Herde dort sicher sein wird. Wenn er sagt... ich habe mich noch nicht um die Dämonen gekümmert. Ich verstehe. Ich weiß, dass sie ihr Versprechen erfüllen werden. Ja, das werde ich. Das ist ja total skurril. Ach, du Heilige. Jetzt nicht, Glatthaut. Und im Keller finden wir also die Supermutanten. Okay. Daten, Aufgaben. Das Nachtvolk aus dem Keller loswerden. Moment, lokale Karte. Rapcoon Anlage. Startplattform. Müssten wir eigentlich in diese Richtung hier weiter flanieren. Ich sehe mich hier aber nochmal um. Okay, hier Rapcon-Anlage, Ausgang. Das heilige Feuer wird uns zur Erlösung tragen. Ich weiß ja nicht, aber ich helfe Ihnen mal. Leer. Okay. Ah ja, Jason Bright. Ist der Weg frei? Achso. Ja, noch nicht. Ich verstehe. Okay. Ja, unser Versprechen erfüllen wir natürlich. Müssen wir in diese Richtung? Ja. Okay. Und jetzt? Ich folge mal lieber der Karte. Rapcon Keller. Okay. Also können wir einfach... Kann ich hier runterspringen? Ja. Okay. Wir müssen also den Keller finden. Es wäre ja prinzipiell richtig, wenn ich hier lang laufe. Ich weiß eben nicht, wo genau der Eingang ist. Jetzt bin ich schon wieder... Moment, wenn ich hier lang gehe? Ist das richtig? Ja. Hier. Ja. Rapcon Keller. Wir haben den Schlüssel, das heißt, wir können auch den Keller betreten. Wer hätte damit gerechnet? Aufgeschlossen. Ach Mensch, diese Türen habe ich vermisst. Aha. Ich hoffe mal, wir können die Supermutanten soweit eliminieren. Ich weiß eben nicht, wie viele das sind. Okay, da haben wir nichts weiter. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das könnte noch gefährlich werden. Jetzt schlag. Ja. Pack ich zu! Okay. Wir haben aber den Vorteil, dass sie oder dass der Supermutant hier bisher nur eine Nahkampfwaffe hatte. Okay, und ich habe es doch gesagt, Leute. Ich habe wirklich am Anfang noch spekuliert, dass sie wirklich Supermutanten sind und dass sie eben den Stealth Boy verwenden. Gut, ich meine, es gab hier auch einige Hinweise. Da kommen gleich noch welche.
Jetzt hab ich dich. Ah ja. So. Wobei die ganz gut aushalten. Komm schon. Okay. Das hat gesessen. Okay. Wir gehen weiter. Haben wir hier noch etwas Wichtiges? Anscheinend nee. Hier eine Tür. Ja, ich höre noch etwas. Da ist einer. Ich glaube, der steckt da fest. Umso besser für uns. Oh nö. Und die Waffe ist leer. Okay, die ist leer, die ist leer, die ist leer. Die ist leer. Ja, noch Dynamit. Den sollte ich besser nicht verwenden. Ich habe noch die Laserpistole. Plasma Rifle, die kann ich auch noch kombinieren. Okay. Okay. Wir brauchen auch bald mal wieder neue Munition. Ich habe das Gefühl, die wird langsam wieder eng. Okay, hier noch ein Projektor. Mhm. Tja, da stellt sich nur die Frage, wie viele hier noch sind. Ist hier noch einer? Man erkennt hier immer diese Umrisse von den Personen eben, die den Stealth Boy verwenden. Hier gibt es so viele Wege. Ich würde mich erstmal gerne in dieser Richtung hier umsehen. Wobei bekanntermaßen viele Wege nach Rom führen. Das war schön. Okay. Ich freue mich. Da haben wir nochmal ganz gut reagiert. Ist da noch einer? Na, ich sehe keinen. Ja, aber die Framerate läuft insgesamt schon besser als in Fallout 3. Also, ich habe jetzt stabile 30. Von dem her. Okay. Ich habe auch V-Sync aktiviert, deswegen läuft die Framerate eben auch nie über 30 hinaus. Von hier sind wir gekommen. Müssen wir hier weiter runter? Ich nehme mal an, es wird uns gesagt, wenn wir hier aufgeräumt haben. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat eine Waffe. Die wir wahrscheinlich gerade beschädigt haben. Aufpassen. Okay. Die Waffe ist leer. Die Waffe ist leer. Was habe ich denn noch? Ich habe wirklich wenig. Granatenwerfer. That gun. Die ist leer, die ist leer. Sehr viele Waffen sind leer. Huch. Okay, das war's mit ihm. Ich habe aber nicht sehr viele... Doch, ich habe einige. Okay. So. Ach, du Heilige nochmal. Ameisenfleisch. Flammenbrennstoff. Gefängnisschlüssel. Brennstofftank. Ameisenfleisch. Lass ich mal hier. Flampratonwerfer. Kann ich ihn noch mitnehmen? Ja. Wir müssen aufpassen. Was meine Munition angeht und meine Gesundheit. Aber wir sind ja anscheinend auf dem richtigen Weg. Okay. Ah. Irgendwelche Dinge. Stromleiter. Schrank. Ich sehe nicht sehr viel. Okay, wir gehen einmal hier entlang. Okay.
In was sind wir denn hier schon wieder reingeraten, Leute? Oh, Gefängnisschlüssel. Den haben wir eben erhalten. Ich warte einfach ab. Ich warte einfach ab, was wir hier finden werden. Was können wir denn hier machen? Ach, hier weitergehen. Ein weiterer Gefängnisschlüssel. Okay. Hier geht es auch nicht sehr viel weiter. Cool, Prisoner. Ja, wir sind ja auch im Gefängnis. Aber was bringt mir das denn hier? Ich meine, schön und gut, dass wir hier gelandet sind. Hier kann ich ja nur nochmal den Weg zurückgehen. Ja, hier ebenfalls nicht sehr viel. Okay. Ich meine, Daten, Aufgaben, das Nachtvolk aus dem Keller loswerden. Auch eine schöne Aufgabe. Okay. Sehen wir mal. Ja, unten im Gefängnisabteil waren wir ja schon. Oho. Schreibtisch. Aber Gefängnisschlüssel, gut, den haben wir ja schon. Ich finde hier zwei Gefängnisschlüssel. Was kann ich denn da unten noch machen? Ich meine, die werden mir ja nicht umsonst einfach einen Schlüssel gegeben haben. Also er war umsonst. Aber ich finde hier unten nichts. Das wundert mich dann doch, ehrlich gesagt. Und dazu noch diese ominöse Musik. Klaviergeräusche. Ist da noch irgendwas? Kernspaltungsbatterie. Ja. Allerlei Sachen. Ja, dann... Hier haben wir nur diesen Gefangenen entdeckt. Ghoul Prisoner. Aber das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel. Ich rüste mal die... Laser Rifle? Ja. So. Die sieht auch sehr interessant aus. Keine Tür, keine... Hier ist es sehr dunkel. Hier gibt es auch keine Tür, die weiterführt. Die Anlage können wir nicht verwenden. Okay. Also ganz verstehe ich das nicht. Aber wir können uns hier sicherlich noch umsehen. Aber warum war ich dann im Keller? Wir haben hier quasi nichts gefunden. Nichts Relevantes. Naja. Okay. Ja, dann waren wir ja nur hier wegen dem Keller. Ja, das können wir auch schon. Hier gibt es auch keinen weiteren Weg. Ich kann das noch nicht ganz zuordnen. Also, das wird ja schon irgendeinen Sinn gehabt haben. Ich meine, jetzt haben wir diese beiden Gegner getötet, die schon relativ fordernd waren. Also mit dem Flammenwerfer hier unter anderem. Und John passiert hier nicht sehr viel. Gut. Also nicht Food wie Fuß, sondern wie Essen. Kühlschrank. Ja, Buttermesser. Alles schön und gut. Oh, Mensch, hier. Courage today, victory tomorrow. Courage heute, Sieg morgen. Aha. Leer. Ja, Staubsauger, Altmetall, Terpentin. Putzmittel. Zündflamme. Aha. Sehr interessant. Okay, hier waren wir auch schon. Ich gehe nochmal hier nach rechts weiter. Nachtvolk. Warum nennen die sich denn Nachtvolk? Also das sind ja weiterhin Supermutanten. Die sich vielleicht von den anderen irgendwie abheben. Bitte was? Aber der scheint mich nicht gleich anzugreifen. Was ist das denn? Also, das sieht gefährlich aus. Du der meine Sippe tötet. Endler sagt, du musst sterben. Oh oh. Er greift mich. Er ist doch böse. Er ist doch böse. Er ist doch böse.
Okay. Komm schon. Davison. So, ich kann übrigens auch mal versuchen, hier zum Beispiel auf das Schwert zu schießen. Okay. Naja, ich glaube, ich muss mit der Waffe hier vorgehen. Okay, rechter Arm. Okay, ich habe einfach so viel wie möglich auf ihn geschossen. Das hat ihm den Rest gegeben. So. Etwas besser. Das ist ein ordentlicher. Das Ding sollte ich mitnehmen. Unseren Schlüssel. Seine Waffe haben wir jetzt also. Moment. Wo haben wir sie denn? Irgendwo hier nehme ich an. Stoßstangenschwert. Die sieht echt ordentlich aus. Okay, wir nehmen die definitiv mit. Aber ich muss... Ich schmeiß das Ding hier mal raus. So. Gut. Wir haben seinen Schlüssel. Und haben ihn erfolgreich getötet. In welche Richtung muss ich denn? Ich muss in die hier gehen. Moment, ich bin... Ja. Doch, ich muss in die hier. Ja, genau. Hier war doch sein Büro. Oder was auch immer das war. Aktenschränke. Also, ich hatte eben schon Sorge, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Und das war auch der Fall. So, Kollegen. Stromschalter. Bevor wir diesen Weg hier nehmen, möchte ich noch mal einen anderen untersuchen. Schicker Schädel übrigens. Also, das war ja schon ein Brocken. Ah. Sieh mal einer an. Ach, das war sein Schlüssel. Den können wir hier verwenden. Komm und hol's dir, du großes Dummes. Hey, sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Anscheinend nicht. Wer zum Teufel sind sie? Das könnte ich sie genauso fragen. Ich schaue mich nur um. Das ist alles. Und selbst? Vielleicht haben sie da draußen einen Haufen unsichtbarer Monster bemerkt. Ich versuche hier drin am Leben zu bleiben. Na, er kann gerne mitkommen. Was wissen Sie über die Kreaturen da draußen? Ich töte sie, sobald ich sie sehe. Darum hatten wir wenig Zeit, uns bekannt zu machen. Ich verstehe. Sie sind zwar schwer zu sehen, aber in Sachen Taktik sind sie nicht sonderlich schlau. Oder wenn es Fallen auszuweichen gilt. Wie sind Sie in diese Falle geraten? Zunächst einmal sitze ich hier nicht in der Falle. Das war eine taktische Entscheidung. Klar? Natürlich. Ich bin den Biestern da draußen nicht gewachsen. Also habe ich meine gute Verteidigungsposition gesucht. Und die verteidige ich auch gut, oder? Ach, wen verarsche ich denn? Ich sitze in der Falle. Harland, der Name. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ebenso. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hierunter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Biester als oben. Also ging die Sache schnell in die Hose. Ich verstehe. Ich konnte die anderen nicht finden. Also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Wie konnten sie überleben? Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren. Und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Ja. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt. Sie sehen nicht wie die anderen Ghule von Bright's Gruppe. Okay, meine Platte ist gerade voll gelaufen. Deswegen gehen wir noch einmal diesen Dialog durch. Zumindest, Sie sehen nicht wie die anderen Ghule von Bright's Gruppe aus. Den Dialog hatte ich eben schon angewählt und dann ist die Platte leider voll gelaufen. Zur Information, ich habe übrigens eine 11 Terabyte große Aufnahmeplatte. Das ist sehr viel. Und trotzdem sammelt sich da immer einiges an. Zumindest mache ich jetzt wirklich noch diesen Dialog hier zu Ende. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brights Gruppe ein paar ultrascharfe Guletten gibt.
Oder vielleicht sollte ich das doch. Mhm. Wie dem auch sei, ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Ich verstehe. Sieht ganz danach aus, als ob ich sie töten also ich glaube nicht, dass wir ihn töten müssen. Wie kann ich helfen, sie aus diesem Raum rauszuholen? Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutantenbastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung, tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht, aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Ich verstehe. Ich habe sie gefunden, leider. Hab ich sie gefunden? Ah. Ja. Wir waren im Gefängnis. Wir haben sie gefunden, leider. Ich verstehe. Ersparen Sie mir die Details. Verdammt, sie hatte ein wunderbar gelbes Lächeln. Sie haben Ihren Teil erfüllt. Jetzt erfülle ich meinen. Gehen Sie weiter und schlagen Sie hier unten Wurzeln, wenn Sie wollen. Ich gehe nach oben. Ja. Also, Teil unserer Abmachung war es ja eigentlich, dass wir mit ihm zusammen wieder nach oben gehen. Okay, Tür öffnen. Na, hallöchen. Ich frage mich aber gerade... Daten, Aufgaben... Ach ja, das Nachtvolk aus dem Keller loswerden, Jason Bright mitteilen, dass das Nachtvolk fort ist. Wir haben es also geschafft. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir schon alle Supermutanten getötet haben. Ich folge einfach mal Harland. Aber interessant. Und deswegen haben wir im Keller, also im Gefängnis, auch die Leiche gefunden. Das war unser Ziel. Wir sollten diese Leiche finden, um es ihnen eben ausrichten zu können. Na schön. Aber ich muss sagen, das Spiel ist schon 4 Stunden lang nicht mehr abgestürzt. Das ist sehr verwunderlich. Okay. Es ist wirklich sehr praktisch, dass wir ihm hinterherlaufen können, denn dann finde ich direkt wieder zurück zu den anderen Ghoulen. Okay. Gut, dann reden wir nochmal. So, ja, ich folge ihm mal weiter. Gute Arbeit, Glatthaut. Hätte nie gedacht, dass ich es aus dem Raum schaffe. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bis später. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Sorry, aber wir reden nicht mit Außenseitern. Sprechen Sie mit Jason, wenn Sie Geschäfte haben. Das sind aber auch immer die gleichen Sprecher. Also auch in Fallout 3, glaube ich. Okay, Bright Follower... Da können wir raus. Ich würde gerne nochmal mit dem Anführer hier sprechen. Ah ja, okay. So, Kollege. Ist der Weg frei? Die Dämonen sind fort. Gepriesen sei der Schöpfer. Und ja. Gepriesen seien Sie. Danke, danke. Der Weg ist frei. Ich werde meine Herde durch den Keller zur heiligen Stätte führen. Ich hoffe, dass Sie uns dort besuchen werden. Es gibt noch viel zu tun. Oh, ich folge ihm mal besser. Abgeschlossen. Im Rapcon-Keller mit Jason Bright über das weitere Vorgehen reden. Ah, okay. Die Mission wird also fortgesetzt. Und damit sind wir ja auch gleichzeitig noch die ganzen Ghule losgeworden. Oh. Kann ich hier einfach durchgehen? Ich habe mich eben gewundert, weil sie alle diese futuristischen Anzüge tragen. Ich folge denen mal hier rum. Es geht schneller, wenn wir ihnen jetzt direkt folgen. Sonst muss ich später wieder den Weg zum Keller suchen. Und ihr wisst ja, meine Orientierung ist nicht die beste. Leider. Und jetzt? Ja, so viel dazu. Okay, die Leichen liegen immer noch hier. Okay. Na gut, hier werden sie wohl nicht sein. Meine Güte. Ich habe bestimmt schon 6 Stunden heute wieder aufgenommen. Endlich mal wieder. Die Fallout 3 Aufnahmen gingen nämlich immer ähnlich lange. Ich habe schon seit längerem eben keine
von diesen exorbitant langen Aufnahmen mehr gemacht. Lokale Karte. Ach, hier müssen wir hin. Hier hin? Ja. Gut, dann reden wir nochmal mit ihm. Ach hier, das hatte ich gar nicht eingesetzt. Schon ganz vergessen. Hier gab es doch noch den Knopf. Ach so. Scheint auch richtig zu sein, ja. Das hatte ich vollkommen vergessen, dass es hier noch diesen extra Gang gegeben hat. Oder dass es den hier eben gibt. Mhm. Okay, wir gehen direkt zu den Ghulen. Und zwar in diese Richtung hier. Mhm. Durch die Kanalisationen. Ups. Tür. Hier gibt es nicht sehr viel. Eine Leiter. Okay. Wahrscheinlich der direkte Ausgang. Ach ja. Da wären wir also. Jason sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Was machen Sie hier? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Ja. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Na schön, warum lässt man Sie nicht unten an der Startrampe arbeiten? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Es war also Gaben. Die ganze Zeit lang. Wie kann ich helfen? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die lecken Fässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Na schön, ich mache mich auf die Suche nach dem Zündmittel. Ich suche die Schubkontrollmodule. Ich habe noch weitere Fragen. In Ordnung. Mhm. Erzählen Sie weiter. Die Strahlung da unten würde Sie töten, Chris, weil Sie nämlich ein Mensch sind. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns, Glatthaut. Aber Sie können der Gelegenheit nicht widerstehen, mich zu nerven. Typisch Mensch. Ich war einst ein Mensch, wissen Sie. Bin in Vault 34, nordwestlich von hier aufgewachsen. Tolle Kindheit, wenn man Sturmgewehre und Schießübungen mag. Was? Sie mögen lieber Maschinen, die nicht auf Leute schießen? Dann nicht so toll. Wer soll den Reaktor der Vault warten? Hauser? Mitchell? Nein. Warum nicht Haversam? Der mag doch Maschinen. Haversam ist es egal, ob er verstrahlt wird. Haversam ist es egal, ob er mutiert. Der ist sowieso schon so hässlich. Haversam ist es egal, wenn seine Haare in ein paar Jahren ausfallen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Haversam, du bist neurotisch. Kartenmarkierung hinzugefügt. Vault 34? Die Raketen sind also für die lange Reise gedacht. Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch. Als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Sie haben ihre Vault verlassen, weil sie eine Glatze bekamen. Glatze?
Das nennen Sie eine Glatze, Glatthaut? Ich bin ein Monster. Ein Monster. Also, ich glaube, der Herr hat noch nicht in den Spiegel gesehen. Wie gesagt. Okay, ja, ja, das kennen wir. Ich mache mich auf die Suche nach dem Zündmittel. Sehr gut. Wir brauchen nicht viel. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Wo finden wir denn das? Helfen uns diese Raketensouvenirs? Da drin leuchtet irgendwas. Ja, das ist Isotop 239. Das sollte reichen, um die Raketen zu starten. Jetzt brauche ich nur noch die Schubkontrollmodule. Und jetzt soll mich mal jemand dafür kritisieren, dass ich diese ganzen Raketensouvenirs mitgenommen habe. Wenn ich die nicht mitgenommen hätte, dann hätten wir jetzt nicht den Treibstoff. Können Sie mir einen Tipp für meine derzeitige Aufgabe geben? Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Jason hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind. Weitere Tipps? Schrottsammler würden den Wert der Module nie erahnen. Wenn Sie Schrotthändler in der Gegend kennen, sollten Sie bei denen anfangen. Okay. Wiedersehen? Ja. Okay, also wir brauchen nur noch ein Teil Aufgaben. Repcon Keller mit Jason Bright über das weitere Vorgehen reden. Teile für die Reparatur der Raketen Selbststeuerung finden. Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete, Wanderer. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben. Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Keine Ursache. Wollen Sie wirklich Ihre lange Reise in diesen Raketen antreten? Ja. Die Raketen werden uns in unser gelobtes Land in der weiten Ferne bringen. Das wurde durch unzählige Visionen bestätigt. Ich frage mich wirklich, wo sie dann landen. Diese Raketen werden sie nur direkt zur Erde bzw. unter die Erde bringen. Reden wir über Chris. Nach allem, was sie für uns getan haben, nehme ich an, dass sie verdienen, alles zu wissen. Als Chris zu uns kam, versuchten wir ihm klarzumachen, dass er ein Mensch ist. Aber das machte ihn nur wütend. Er schien so verloren. Wir erlaubten ihm, ein paar Tage bei uns zu bleiben. In dieser Zeit bemerkten wir, dass seine technischen Fähigkeiten die unseren weit überstiegen. Uns wurde klar, dass der Schöpfer ihn uns geschickt hat, um den Erfolg der langen Reise sicherzustellen. Es war ebenso klar, dass Chris in Unwissenheit bezüglich seiner Menschlichkeit und seiner Unfähigkeit, bei der Reise dabei zu sein, arbeiten sollte. Es ist kein Zufall, dass 2 Menschen entscheidend für den Erfolg der langen Reise sind. Mein Glaube sagt mir, dass der Schöpfer Sie und Chris geschickt hat, um die Sünden der Ihren den meinen gegenüber gut zu machen. Sie beide sind Erlöser. Ach ja, ich bin also der Messias hier. Sie werden Chris also zurücklassen. Ja, das habe ich daraus auch verstanden. Beziehungsweise hat es impliziert. Es ist der Wille des Schöpfers. Unzählige Visionen haben mir gezeigt, dass Chris, wenn er uns begleiten würde, innerhalb von Minuten tot wäre. Schon die Strahlung im Bereich der Startrampe würde Chris in Minuten töten. Die Radioaktivität der weiten Ferne ist deutlich stärker. Tja, das geht mich nichts an. Wow, sie haben ihn hinters Licht geführt. Sie haben Chris nur ausgenutzt, widerwärtig. Ja, ich weiß nicht. Also es tut mir dann schon leid um Chris, aber er will es ja auch nicht wahrhaben, dass... Ich weiß nicht. Tja, das geht mich nichts an. Wir werden Chris zum Heiligen der langen Reise ernennen, bevor wir aufbrechen. Hoffentlich lindert das seine Trauer. Ich weiß nicht. Diese Raketen werden sie nur direkt zur Erde, beziehungsweise unter die Erde bringen. Ich helfe Chris schon mit den Raketen. Es erfreut mein Herz, das zu hören. Wahrlich. Der Schöpfer hat sie uns in unserer Zeit der Not geschickt.
Okay, ja, direkt zur Erde bzw. unter die Erde. Ich kann Ihre Sorge verstehen und ich danke Ihnen, dass Sie sie auch aussprechen. Aber was der Schöpfer uns vorherbestimmt hat, wurde uns offenbart. Auf Wiedersehen. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden sie nie vergessen. Ja, der einsame Wanderer. Haben Sie die Komponenten gefunden, über die wir geredet haben? Mir fehlt noch... Sie würden doch einen Ghoul nicht vertrauen, oder? Ha. Schrottsammler würden den Wert der Module nie er... Okay, wir müssen also nur noch Module finden. Wiedersehen. Okay, ich weiß natürlich nicht, wo wir diese Module finden, aber wir haben hier direkt einen... nonchalanten Weg hier, der uns wieder an die Oberfläche führt. Schusswaffen bestimmen ihre Effektivität mit allen Waffen, die konventionelle Munition verwenden. Na schön. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein Teil, das wir abliefern müssen und dann sind die Ghule quasi auch schon weg aus dieser Gegend. Ja, und dann müssen wir natürlich noch herausfinden, wo oder wer die Frau von Boone entführt hat. Und dann können wir uns eigentlich auch schon direkt auf den Weg machen. Also wir könnten uns ja jetzt schon direkt auf den Weg machen. Das hier sind ja auch alles nur Nebenmissionen, die mir sehr gut gefallen. Also das mit den Ghulen und den Supermutanten, das war wirklich wieder spannend. Also einfach interessant, die Geschichte wieder zu erfahren. Das hat mich wirklich gefreut. Von dem her werden wir mal sehen, ob wir das letzte Teil noch so schnell wie möglich auftreiben können. Ja, und der Chris, der tut mir schon etwas leid. Aber so läuft es eben manchmal. NCR and Proud. Hoover Dam. Ja, genau. Mit dem extra Härte erhalten sie plus 3 auf ihre Schadensschwelle. Aber es gibt hier auch als maximal Level 50 und, wow, in Fallout 3 gab es eben nur 30, das muss man bedenken. Okay, lokale Karte. Ach ja, wird mir hier sogar noch angezeigt auf der Karte. Okay. Ja, dann müssen wir quasi nur noch das letzte Teil auffinden. Den Treibstoff habe ich ja schon dabei gehabt durch diese ganzen Souvenirs. Das war einfach nur Glück. Also ich wusste ja nichts von dieser Mission, also das war einfach nur Glück, dass ich die gefunden habe. Teile für die Reparatur der Raketenschubsteuerungen finden. Mit Chris Hubberse. Ja, wir haben mit Chris ja schon gesprochen. Okay, das wäre dann quasi die nächste Mission. Dann müssen wir jetzt aber immer noch irgendwelche Händler finden, von denen wir diese Teile erhalten. Oder erhalte ich hier irgendwelche... Moment. Futteranzeigen. Ah ja. Mir wird hier sogar dieser Punkt hier auf der Karte angezeigt. Novak. Okay. Ja, wir treten nochmal die Schnellreise an. Der Bildschirm wird sich wieder sehr viel Zeit lassen. Aber wie gesagt, das Spiel hat jetzt einige Stunden durchgehalten. Ohne weitere Probleme zu machen. Und da bin ich schon sehr froh darüber. Auch wenn das mit den... Bildschirm hier etwas, naja, anstrengend ist. Also eigentlich nur unkomfortabel, weil die einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. In Fallout 3 waren die wirklich sehr schnell. Das kann jetzt natürlich an den Modifikationen liegen, es kann auch an New Vegas liegen. Man weiß es eben nicht. Na schön. Gut, dann kann ich natürlich als nächstes noch das... letzte Teil suchen, das wir dann hoffentlich auch möglichst bald finden werden. Und danach werden wir uns dann so schnell wie möglich wieder den Hauptmissionen widmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit noch unsere Reise geht. Es sind natürlich auch noch sehr viele Add-ons hier im Spiel vorhanden, die eben auch das Maximallevel erhöht haben. Also das reguläre Maximallevel müsste wirklich auf 30 oder 35 liegen wahrscheinlich. Und jetzt liegt es auf 50. Durch die Add-ons eben. Gut, das sind wir. Und ich würde sagen, Leute, ich beende hier auch die Aufnahme. Ich habe heute gut geschätzte 6 Stunden aufge... Ich bin mir nicht ganz sicher.
Doch, ja doch. Nee, sind über 6 Stunden. Ja, müssten schon gut 6,5 Stunden sein. Wie dem auch sei, eine sehr spaßige Aufnahme. Die zweite in Fallout New Vegas. Ich bin jetzt wirklich langsam wieder im Spiel drin. Denn nach Fallout 3 hatte ich ja quasi eine kurze Pause, weil ich ja diese ganzen Folgen hier im Vorrat aufnehme. Also, naja, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wenn ich hier eine 6-Stunden-Aufnahme habe und die Folgen gehen immer 40 bis 45 Minuten lang. Das heißt, dann hat man schon ein paar Folgen immer durch diese relativ langen Aufnahmesessions. Und ich bin definitiv wieder im Spiel drin. Ich bin wieder sehr interessiert an diesen ganzen Geschichten hier und natürlich auch an der Hauptgeschichte. Und hoffe, dass wir unseren Angreifer wiederfinden. Denn eigentlich, also primär ist unser Ziel ja hier unsere Absicht, Rache zu nehmen, nehme ich zumindest an. Aber wir haben natürlich noch einiges hier entdeckt. Wir haben mit der Legion schon gekämpft, mit der Legion. Ja, haben den guten Victor hier getroffen und auch diese ganzen Örtlichkeiten. Howdy. Na, Victor? Hey, wie geht's? Gut, gut. Wir sehen uns. Ich frage mich immer noch, ob es mehr mit ihm auf sich hat. Na schön, ich würde aber sagen, das war die zweite Aufnahme von Let's Play Fallout New Vegas. Ich bedanke mich ganz herzlich, es ist schon sehr spät. Das dürfte einer der spätesten Aufnahmen sein, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich einfach sagen, nächstes Mal suchen wir dann noch die restlichen Teile. Wir müssen auch in diese Richtung hier, genau. Ich hoffe mal, in der Richtung finden wir dann das letzte Teil. Dann liefern wir das bei den Ghoulen ab und danach, ja, müssen wir eventuell noch ausfindig machen, wer eben die Frau von Boone entführt hat. Da werden wir nochmal sehen. Wir können ja auch Nebenmissionen nochmal später erledigen. Die Nebenmissionen laufen ja nicht vor uns weg. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Aufnahme und dann noch ein herzliches Tschüssi.